Moin, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn ihr bei eurer Amica-Waschmaschine den Fehler E05 habt, liegt es meistens daran, dass die Heizung selbst defekt ist. Wie man die Heizung prüft und austauschen kann, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ihr löst alle Schrauben an der Rückwand. Danach könnt ihr die Rückwand entfernen. Selbstverständlich natürlich vorher den Stecker ziehen. Am einfachsten ist es dann, die Steckkontakte von der Heizung zu lösen. Danach kann man nochmal einen Testlauf starten und der FI-Schutzschalter sollte nicht mehr fallen, da ihr wahrscheinlich kein passendes Messgerät habt. Wenn das der Fall ist, wie gesagt, löst sämtliche Steckkontakte, löst in der Mitte die 10er Mutter und danach könnt ihr das Heizelement relativ einfach entfernen. Wenn ihr sehr kalkhaltiges Wasser habt, bleiben natürlich ein paar Kalkreste zurück. Die entfernt ihr am besten mit der Hand, bevor ihr die neue Heizung wieder einbaut. Den Sensor von der alten Heizung könnt ihr wiederverwenden. Die gehen relativ selten kaputt. Den schiebt ihr in die neue Heizung ein. Habt ihr eine Heizung bestellt, wo der neue Sensor schon integriert ist, braucht ihr es natürlich nicht einbauen. Danach schiebt ihr die neue Heizung wieder rein. Achtet dabei darauf, dass sie unter den Niederhalter passt. Ansonsten würde sie irgendwann an der Trommel schleifen. Alle Kabel beiseite, die Heizung soweit es geht reinschieben. Dreht am besten dann die Trommel. Wenn ihr ein schleifendes Geräusch hört, ist sie nicht unter den Niederhalter. Dann positioniert sie bitte neu. Wenn die Heizung anständig sitzt, könnt ihr sie festschrauben. Das muss nicht extrem fest sein. Dabei drückt sich eine kleine Gummilippe von innen an den Bottich heran und dichtet relativ gut ab. Wenn die Heizung fest ist, einfach die Steckkontakte wieder aufstecken. Wichtig ist der grün-gelbe, der kommt natürlich ans, ich nenne es mal Gehäuse. Der linke und der rechte, den könnt ihr vertauschen, das ist kein Problem. Und dieser kodierte Stecker kommt wieder auf den NTC, also auf den Temperaturfühler drauf. Wie gesagt, der linke und der rechte, da ist die Reihenfolge relativ egal. Danach zieht ihr am besten den Keilriemen wieder auf, der euch sonst im Weg ist. Nach dem Aufziehen bitte darauf passen, dass er ordentlich auf der Riemenscheibe oben läuft und vor allen Dingen alle Rippen unten am Motor greifen. Und danach solltet ihr bei noch geöffneter Rückwand einen Probelauf starten. Dann seht ihr am besten, ob der ganze Spaß auch wirklich dicht ist und kein Wasser herausläuft. Beobachtet dabei relativ genau, dass wirklich alles dicht ist. Sonst habt ihr das nächste Problem, Wasser läuft in die Bodenwanne und ihr bekommt eine Fehlermeldung angezeigt. Sollte es nicht dicht sein, dann einfach die Schraube noch etwas anziehen. Aber diese Heizungen sind relativ einbaufreundlich. Hier seht ihr mal die alte Heizung. Meistens an irgend so einer dunklen Stelle ist ein kleines Loch und dadurch löst es diesen Schutzschalter aus. In diesem Gebiet war extrem kalkhaltiges Wasser, deswegen sieht der ganze Spaß so aus. Und nun sieht man, es dreht sich alles, es ist alles dicht und man kann die Rückwand in aller Ruhe wieder anschrauben und hat sich relativ viel Geld gespart.